Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu meinem allerersten YouTube-Video. Ich freue mich sehr, dass ihr euch auf meinen Kanal verirrt habt. Ich bin ein bisschen aufgeregt, aber ich denke, das wird kein Problem sein. Seid nicht so streng mit mir, wie gesagt, mein allererstes YouTube-Video. Ich habe heute die Frage mitgebracht, wo ich denn meine Gebrauchtware so herbeziehe. Ich habe einen eBay-Shop, in dem ich Gebrauchtware verkaufe und damit es nicht zu langweilig wird, habe ich auch zwei große Pakete aufgehoben, die ich zusammen mit euch heute auspacken will. Ich würde sagen, legen wir los. Let's go! So, wie ihr seht, schon mal ein riesengroßer Karton. Ich habe bei eBay Kleinanzeigen, nämlich kostenlose Sachen abgegriffen, und zwar alles von einer Person, und es war so viel, dass sie zwei große Kartons gepackt hat. Und das ist mein allererster Tipp. Schaut gerade am Anfang, ich bin ja noch am Anfang, nach Gebrauchtwaren, die also kostenlos zu verschenken abzugeben sind. Für diese beiden großen Kartons habe ich jetzt 24 Euro Versand bezahlt und das packen wir jetzt einfach mal zusammen aus. Also, erstmal dazu, Spiele gehen immer. Hier bin ich sehr gespannt. Ich habe noch nie Puzzle geordert. Es sieht auf jeden Fall sehr schön aus. Ich werde viele Sachen im Schnelldurchlauf zeigen, aber ein Wort hierzu. Das werde ich natürlich einmal selber puzzeln, damit ich die Teile habe, beziehungsweise ich werde die Teile einfach zählen, mal sehen. So, und jetzt werdet ihr euch fragen, warum hat sie denn so viel Porzellan und Geschirr? Also, meine Erfahrung ist, dass Tassen, vor allem wenn hier so, ich glaube, das ist auf jeden Fall irgendwie eine Comicfigur, die bekannt ist. Ja, wenn da sowas drauf ist oder auch solche Krüge, es gibt so viele Sammler, die dafür wirklich Geld bezahlen, und alles, was ich kostenlos nehmen konnte, habe ich genommen. Ich bin gespannt, ich probiere mich ja so ein bisschen aus. Und wie gesagt, eBay Kleinanzeigen, das ist wirklich der Hack. Am besten ist natürlich, wenn es bei euch in der Stadt irgendwo ist, dass ihr das einfach abholen könnt. So, der restliche Karton, das sind alles Kochbücher. Ich habe mal geschaut, also natürlich, mein nächster Tipp ist, schaut vorher, ob sich das überhaupt lohnt, weil nachher habt ihr so viel Müll da. Normalerweise lohnt es sich eigentlich immer. Aber es kann natürlich auch mal passieren, dass ihr Sachen mitbekommt, die, wie jetzt zum Beispiel hier dieser Krug, dieser No-Name-Krug, der wird wahrscheinlich keinen Abnehmer bei eBay jetzt finden. Aber ich habe halt vorher recherchiert und diese Kochbücher, schon ziemlich alt, sind wohl sehr beliebt. Und ja, die werde ich so für 5 Euro das Stück einstellen. Ich denke, da wird sich jemand finden. Sollte sich niemand finden, dann würde ich das Ganze, ich glaube, das sind so 20 Stück, einfach für einen Bundlepreis einstellen. Und dann, ja, bekomme ich auf jeden Fall die 24 Euro wieder raus. Und hier kommen wir auch schon zum Highlight. Ich hoffe sehr, dass das Ganze vollständig sein wird. Ja, muss ich dann erstmal schauen. Schon mal cool, dass die Spielanleitung dabei ist. Und dieses Spiel alleine, habe ich gesehen, geht bereits für 35 Euro bei eBay weg. Also wenn es vollständig ist, dann Jackpot, dann habe ich nämlich schon den ganzen Versand wieder reingeholt. Und alles, was ich noch verkaufe davon, ist dann einfach purer Gewinn. Und wir sind jetzt in der Mitte des Videos, deswegen möchte ich euch ganz herzlich danken dafür, dass ihr überhaupt eingeschaltet habt. Und gerade am Anfang möchte ich den YouTube-Kanal auch ein bisschen pushen und euch was zurückgeben, wenn ihr euch schon die Mühe macht, das Video anzuschauen. Und deswegen verlose ich 2 Match Attacks Bundesliga Booster. Ja, alles, was ihr dafür tun müsst, ist, dem Video einen Daumen nach oben zu geben, einen netten Kommentar zu schreiben. Und ansonsten, ja, das Gewinnspiel läuft bis Sonntag. Also, ja, nehmt noch schnell teil und ich werde demjenigen dann in den Kommentaren eine kleine Nachricht schreiben. Mein Instagram-Account ist Halftime Reseller, verlinke ich euch unten. Und derjenige, der gewinnt,
der wird dann von mir benachrichtigt und meldet sich dann bitte bei mir bei Instagram. Also Teilnahmebedingung ist, du musst Instagram haben und ja, ansonsten wie gesagt, liken, Abo dalassen und einen Kommentar schreiben und dann könnt ihr diese beiden coolen Booster gewinnen. So, und bei Spielen würde ich immer darauf achten, dass es irgendwie ältere Spiele sind. Neuere gehen manchmal auch ganz gut, aber zumindest, dass es hier irgendwie eine Marke ist. Das ist jetzt von Pelikan, hier ist Ravensburger, sowas geht eigentlich immer. Wie gesagt, schaut vorher, ob das Ganze vollständig ist. Ansonsten bekommt ihr das Postwenden nachher zurück, wenn ihr das nicht deklariert habt. Das wäre äußerst schade. Ja, und hier waren jetzt noch so ein paar Kartenspiele dabei. Selbst für sowas habe ich gesehen, gibt es Sammler, also die das bei eBay wirklich kaufen. Ich werde mein Glück versuchen und das Ganze versuchen zu verkaufen. Ich bin gespannt, hier ist noch ein zweites, ob ich das losbekomme. Versand dürfte easy peasy sein, von daher einfach mal mitnehmen und probieren. Also, der absolute Tipp, aber das wird wahrscheinlich die Hälfte von euch schon wissen, zumindest die, die sich mit Resellen beschäftigen. eBay Kleinanzeigen kostenlos abzuholen ist wirklich die Plattform, wo ich zurzeit meine Ware herbekomme. Ich habe mich ja auf Gebrauchtware spezialisiert und von daher ja, kommen alle anderen Shops eigentlich für mich nicht in Frage. Natürlich gibt es noch Secondhand-Läden, aber wegen Corona ist es natürlich zurzeit ein bisschen schwierig. Ja, das ist eigentlich mein Tipp. So viele Tipps sind es dann im Endeffekt gar nicht geworden. Außer natürlich vielleicht noch, dass man immer versuchen kann, gebrauchte Bücher irgendwo abzustauben und die bei Momox zu verkaufen oder zumindest zu verschicken. Man glaubt gar nicht, viele alte Schinken sind wirklich noch was wert. Aber ansonsten, Bücher möchte ich jetzt eigentlich, außer die Kochbücher, nicht wirklich bei eBay reinstellen, weil ich einfach glaube, dass da so Plattformen wie Momox und Rebuy einfach ja, viel größer sind und darauf spezialisiert. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Es ist kurz und schmerzlos geworden. Und ja, ich freue mich darauf, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben gebt, wenn ihr die Glocke abonniert, beziehungsweise überhaupt erstmal meinen Kanal abonniert. Ich habe schon ein bisschen was geplant, werden auch noch ein paar weitere Gewinnspiele kommen. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Erfolg bei dem Gewinnspiel und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann, eure Sarah.